Wenn man schrecklich verliebt ist in eine andere Person und ihr seine Liebe beweisen möchte, dann schenkt man ihr Schmuck, einen Blumenstrauß, etwas Süßes oder sogar ein Abendessen. Aber das ist nicht nur bei Menschen so. Denn neben den üblichen Paarungsverhalten haben sich die folgenden fünf Tiere etwas ganz Besonderes ausgedacht, um ihre Liebe zu beweisen. Deshalb hier fünf Tiere mit besonderen Liebesbeweisen. Ein Date beim Abendessen? Nicht ganz, aber so ähnlich. Der in Deutschland heimlich gefährdete Eisvogel schenkt seiner großen Liebe einen frischen Fisch. Dabei ist er noch ein richtiger Gentleman. Denn er übergibt dem Weibchen den Fisch mit dem Kopf nach vorne. So kann sie ihn besser schlucken. Etwas Ähnliches hat sich unser nächster Verwandter auch gedacht, denn die Bonobos beschenken sich mit Zuckerrohrstangen. Die männlichen Affen gehen sogar noch weiter, denn sie schenken ihrer Herzensdame süße Früchte. Interessant ist weiterhin, dass schenkende Schimpansen meist erfolgreicher sind als ihre nicht schenkenden Artgenossen. In den Flitterwochen in den Flieger und ab zu einem schönen Ort. Diesem Prinzip folgt auch die Rollwespe. Denn sie spendiert ihrer Ausgewählten einen Freiflug. Das ist für das Weibchen mal was ganz anderes, da sie ohne Flügel geboren werden und deshalb auch nicht ohne männliche Hilfe in die Luft kämen. Das männliche Geschlecht kommt beim Flug aber auch nicht zu kurz, denn das Paar hat währenddessen genug Zeit für Sex. Der ohnehin schon schicke aussehende Pinguin hat sich gefragt, warum das Kinderbettchen bei IKEA kaufen? Ich kann es doch auch mit meiner Angebeten bauen. Oder so ähnlich zumindest. Jedenfalls bauen beide zusammen das Nest für ihren Nachwuchs. Dabei beschenken sie sich gegenseitig mit Nistmaterial. Das letzte Tier in dieser Liste übergibt seiner großen Liebe ein ganz besonderes Geschenk. Moment mal. Die männlichen Süßwasserdelfine im Amazonas versuchen, beim Weibchen mit einem Stein im Maul zu punkten. Ein besonderes Geschenk? Dass ich nicht lache. Aber scheinbar funktioniert's. Welches der genannten Rituale fandet ihr am romantischsten? Und was hat euer Partner euch schon geschenkt? Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Und wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das war's dann auch schon wieder von mir. Tschüss und auf Wiedersehen.